Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir das Planetentor gemacht und ja, heute wollen wir wieder ein bisschen mit der Story weitermachen. Wir haben ja, soweit es geht, hier alle Nebenquesten erledigt. Ist hier ein Weg rüber so rein zufällig? Das sieht so nach einer Stelle aus, wo es halt so eine versteckte Brücke hätte geben können. Deswegen habe ich mich hier hingestellt. Da oben sehe ich jedenfalls ein bisschen Bonusgeld für mich. Und ja. Dich lassen wir mal in Ruhe. Wir gehen weiter. Wir haben beim letzten Mal dadurch diesen arktischen Apokalypse Spark bekommen. Also offenbar ein Eisregen. Den will ich auf jeden Fall heute testen. Hier kommt höchstwahrscheinlich eine Sequenz. Ich gehe zumindest davon aus. Okay, doch nicht. Doch. Aber nicht so sehr, wie ich es dachte. Ich komme Freunde, das ist der Schnellzug zur Speispitze. Ich hinke dem Fahrplan schon gefährlich hinterher. Wagner, was ist mit dem Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen? Gute Frage. Kümmern Sie sich nicht um solche niedere Angelegenheiten, süßer haben, Genie. Überlassen Sie das mir und meinen Zug. Wir brettern einfach mitten durch. Das wird 100% schief gehen. Seien Sie unbesorgt, wenn Ihre Freunde auf der Speispitze verweilen wollen, werden Sie in meiner Gunst und unter meinem Schutz stehen. Ich habe das Gefühl, das endet in einem Unfall. Aber erstmal, da vorne ist ein Rätsel. Oder besser gesagt, wahrscheinlich eine Planetenmünze. Es sieht zumindest so aus. Ich kann das Ding hier auf jeden Fall die ganze Zeit befeuern. Hier will ein Druckteil hin. Das ist bestimmt da hinten drunter in der Höhle. So wie das schon aussieht. Hier. Ja. Es war offensichtlich. Also das Teil, das war wirklich obvious. Die Planetenmünze ist ja mal richtig geschenkt. Vielen Dank dafür. Okay, gut. Das war die Aufgabe Schatzsucher. Und da sehe ich, ist Finsterzeit, richtig? Sieht zumindest von hier unten so aus. Ja, wusste ich doch. Hyperinaktiv. Okay. Mit Rabbit Rosalina und Rabbit Luigi. Eine Analyse dieser Finsterzeitpfütze zeigt sehr hohe hektische Aktivität im Inneren. Mit deiner ansteckenden Trägheit wärst doch die perfekte Kandidatin, um den Gegner etwas zu besänftigen, oder? Mehr oder weniger. Kann ich mitkommen? Ich kann zwar keine anderen Leute runterziehen, aber ich kann mit meiner in der Zielscheibe mehrere Ziele treffen, weil ich hyperaktiv bin. Ihr kriegt, glaube ich, erstmal neue Sparks. Also du, nicht Rabbit Rosalina, aber er hier. Ihm gebe ich mal die Sparks von Luigi, oder zumindest den hier. Ich muss mal gucken, wen ich ihm noch gebe. Eigentlich wäre irgendwas, das Angriff verstärkt, richtig gut bei ihm, weil er ja sehr viele Ziele trifft. Ich sehe, hauptsächlich sind hier nur diese Wassertypen, also wäre der Elektroeffekt ganz gut. Abgesehen von diesen beiden Hasen müsste ich dann nämlich jeden hier richtig gut Schaden drücken können. 20 Gegner. Es wird überhaupt nicht anstrengend. So, lassen wir den hier erstmal in Ruhe. So, Rabbit Rosalina. Nutzen wir den Teamsprung.
wie dass du gerade so da dran kommst. Dann nutze ich mit ihm den Teamsprung. Will hier hoch. Und müsste so richtig viele treffen. Das hat sehr, sehr gut getroffen. So, und jetzt erschöpfe ich einfach den Rest. Dann machen die nicht wirklich Schaden. Kann ja auch ihn hier wegrecken. Aua. Ja, du konntest ja zum Glück keinen Schaden machen. Das Runterwerfen dagegen schon. Die stehen da unten noch recht nah beieinander, oder? Nee, der ist irre weit gesprintet, der Typ. Ich will diese Arktikalypse jetzt mal ausprobieren. So, Rosalina, einmal kurz weg dort. Und Zeit für die Arktikalypse. Ich stelle mich nur ein bisschen besser hin, eben kurz. So, jetzt trifft das beide. Wir wollen es ja sehen. Boah, das sah geil aus. Vor allen Dingen verhindert es ja, dass sie sich bewegen können. Und das gegen den da oben sehr, sehr praktisch. Also wäre es. Nee. Das wäre keine sehr schlaue Idee. Ich stelle mich einfach hier hin, wo ich Trägheit auf den da rechts nutzen kann. Und dann recke ich den anderen. So, dann kann er sich nicht wehren. Alschen. Naja, zumindest nicht in die Klippe. Okay, ich weiß, wie ich euch wegrecke. Wenn ihr noch näher beieinander steht, wäre es noch schöner. So, ich muss nur Rabbit Rosalina da hinten hinbekommen. Ich will hier so ein bisschen mittig von euch stehen, dass ich alles treffe. Die ist ja eh immun gegen Elektrizität. Da macht es nichts, wenn die Kiste getroffen wird. So, ein bisschen weiter hier hinten stehen und dann recke ich dich so. So, ich mache einfach, dass ihr beiden keinen Schaden machen könnt. Hä? Müsst ihr euch doch wehrlos machen. Na gut, er drückt Schaden. Kannst du ihn nicht wenigstens nach oben ballern? Ich muss nur 4 von denen erwischen. Es würde ausreichen, wenn ich die Fässer treffe. Dann sterben genügend. So.
Es trifft alle. Ja, alle umgeniedet. Reicht ja. So, Mission erfüllt. Steampunk-Sternschleuder habe ich dafür bekommen. Und natürlich eine Abkürzung. Um zum Schiff zurück. Ne, zu dem Händler. Na gut. Die Steampunk-Sternschleuder. Die klingt schon so, als ob die cool aussieht. Kann ich ja mal draufpacken. Ja, auf jeden Fall besser als die normale. So. Dann mal wieder zurück. Ich habe unser Team mal eben kurz normalisiert. Das ist wieder das altgewohnte Team ist. Ich sehe da was. Was ist das? Eine Karte der Map? Also dieser Welt? Ich rieche die Finsterzeit-Pfützen doch schon von hier. Fürchtet euch nicht! Fürchtet nicht den holprigen Pfad, der vor uns liegt. Meine Radsitze ruhen auf Gleitlagern, die eine stoßfreie Federung meiner Hornblöcke ermöglichen. Ja, ja, das ist ganz toll, aber könnten wir uns bitte auf den Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen konzentrieren, statt auf Stoßdämpfer? Nee. Alles einsteigen! Die Kraft des Dampfes steht in ihren Diensten. Legen wir uns ins Zeug für die Herrlichkeit von Terra Flora. Das geht doch sowas von schief. Ich glaube, der Wickler ist immer noch böse. Ja, der ist definitiv wütend. Und groß. Ah, ich sehe aber, warum der wütend sein könnte. Wenn ich diese Augen mit dran kleben habe, dann würden die auch wütend werden. So. Erstmal das Auge kaputt. Dann mache ich das noch kaputt. Dann mache ich noch das kaputt. Dann regt sich der liebe Wickler doch ein bisschen ab. Och nö, hier sind diese Drecksscharfschützen. Nope. Wisst ihr Leute, was mir einfällt? Ich habe die Sparks noch nicht zurückgetauscht. Also Luigi hat nicht den Arktikalypte-Typen. Bringt es nichts, die Augen kaputt zu machen? Ich habe die extra Schrottreif gemacht. Wäre der Stein da nicht, könnte ich alle treffen. Stimmt, der Rebella kann ja hier zweimal grätschen. Habe ich vollkommen vergessen. Ich habe nicht gesehen, dass ich die in dem Booster hatte. Mache ich mal das Auge hier noch kaputt. Und dann heile ich Rebella, falls ich noch Heilung habe. Nee, ich habe keine Heilung. Na, ich habe mich selbst Pilze kaufen.
Ja komm, wenn ich schon einen Teamsprung machen muss, dann nehme ich die Plattform da in der Mitte noch mit. Kann ich wenigstens eine gute Strecke zurücklegen. Oh, guter Schaden. So, ich treffe beide. Viel zu leicht. So, Scharfschütze erwischt. Ja, komm näher. Tschüss. Dich mag eh keiner. Muss ich dem Wickler überhaupt irgendwas antun? Eigentlich ja nur die Augen vernichten, ne? So, dich grätschen wir eben kurz weg. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich damit alle treffen würde, aber würde ich nicht. So, Vampirismus aktiviert. Ich habe sogar den Sparkerfrische oben drauf bekommen. Und die Bombe trifft tatsächlich auch den da oben. Also das Auge. Ich habe gesehen, dass da eine Anzahl steht, für wie viele ich noch vernichten muss. Ich muss noch 8 weitere kaputt machen. Ich sollte mich eher mehr so mittig aufhalten und die, die weiter weg sind, immer mit Luigi kaputt machen. Die Steine kann man ja nicht kaputt machen, zum Glück. Natürlich trifft einer. Warum machst du nur der Umgebung Schaden? Kannst du nicht denen auch mal Schaden drücken? Warum wanderst du direkt durch? Wie viele Augen kleben denn gerade an ihm? Ach, die restliche Anzahl tatsächlich sogar. Sollte alle Augen hier vorne zumindest treffen. Das kleine Vieh ist jetzt wirklich mal egal. Auch wenn es nicht so aussieht, hat es offenbar getroffen. Jetzt gehe ich mal weiter vorne hin. Vielleicht kriege ich ja einen Winkel, wo ich alle 3 treffe. Zumindest 2 würde ich treffen. Muss ich den letzten halt mit Rosalina treffen. Also mit Velvet Rosalina. So, Schlacht gewonnen. Zeig doch mal Enthusiasmus, Mädel. Liebste Genie, meine Zuckersüße, der meine unsterbliche Liebe gilt. Es ist der Wille des Schicksals, dass unsere gemeinsame Zeit hier endet. Ich sehe schon noch ein weiterer Finsterzeitkristall vor uns. Wenn sie die Speispitze reißen, muss ich hier ausharren und meine geliebte Steamy wieder in Schuss bringen. Also danke für... Nichts. Unbändiges Verlangen. Bewegen Sie Ihren Kummer, Genie. Gehen Sie, ziehen Sie los zur Speichspitze, bevor ich meinen Schwur gegenüber diesem großen antiquitären Lastesel breche. Es klingt schon fast so, als ob du ihren Heiratsantrag machst, Junge. Entkorke den Vulkan. Das ist ein Geysir. Mein Gott, ey. Willst du da vielleicht mal weggehen? Was soll ich bloß tun? Ihr fehlt von Kummer, fasse ich mir an die Brust. Doch ich bin machtlos und kann meinen Zug nicht zum Reparaturbahnhof bringen. Oh, ein Spark. Schleim her. Antriebsprobleme, kann ich helfen? Bitte, ich liebe Züge.
Sie sind mutig, werter Herr. Doch selbst mit ihren Kräften könnten wir meinen Zug nicht über jene Gleise bewegen, welche doch so von Dornen überwuchert ist. Sind, nicht ist. Wir werden einen Dorn nach dem anderen an der Wurzel packen und ausreißen. Das ist das Mindeste, das wir tun können. Also einfach so eine Nebenbei-Aufgabe, nehme ich an. Und dafür kriegen wir dann sogar noch einen Spark. Das sieht mir nach so einem Beschwörungsspark aus, wie der eine, der diesen Claudius beschworen hat. Ich werde sogleich alle Vorbereitungen für unsere Reise treffen. Und meine Dampflok wässern. Erklimmen Sie diese Leiter, um zum ersten Dorn zu gelangen. Ach nee, doch nicht nebenbei. Wagners Verzweiflung. Oh, ich habe einen Fertigkeitenpist mal bekommen. Nice. Okay, dann reißen wir ein paar Dornen aus, habe ich gehört. Obwohl, das endet wahrscheinlich auch nochmal in der Schlacht, oder? Ihr könnt ja den ersten Dorn schon mal rausreißen. Und den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Du, da hinten hast Spaß, ne? Das ist aber auch eine majestätische Statue. Ich wusste auch, hier muss irgendwo ein unsichtbarer Weg sein. Na, nee, das ist Ranke. Einfach nur für den Rückweg. Jetzt habe ich da den Weg aktiviert, ne? Ja, jetzt kann ich hier rüber. Einfach wegpfeifen. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass das irgendwie im Finsterzeit-Tentakel auslöst. Ich dachte halt, ich müsste um diese Dornen kämpfen. Na gut, ich muss nur einmal einen Dorn ausreißen. Da hinten sehe ich wirklich einen Finsterzeit-Tentakel. Also wenn wir da kämpfen müssen, dann gibt es einen Cut. So, hier mache ich jetzt den Weg nach unten frei. Den Gumba ignorieren wir einfach mal komplett. Der ist nicht wichtig. Das wäre eh so ein 2-Minuten-Kampf, den ich rausschneiden würde. Also ist halt wirklich nicht wichtig. Na gut, der Spark ist dann ja auch wirklich geschenkt. So, und jetzt wird das Teil, wo auch immer rein, da unten. Irgendwo ist ein Teil, wo ich es reinstopfen kann. Wo ist es denn? Wo ist der Punkt, wo ich das reinstopfe? Da unten. Ich sehe ihn doch. Na, hast du Spaß? Sabine, die Wächterin dieses Planeten, bewirbt ihre modernen Lifestyle-Produkte mit leicht übertriebenen Slogans. Ja, so etwa, ne? Die Wrestling-Meisterschaft Kampf der Galaxien allein dank ihres entgiftenden Honiggesichtswassers gewonnen hat. Oh. So. Hier ist ein versteckter Weg. Ich verstehe schon, wie das funktioniert. Ich habe nur geraten, dass da was Verstecktes ist, weil die Ebene sah mir ein bisschen zu leer aus. Der Typ wollte mir irgendwas sagen, aber ich habe es einfach mal komplett ignoriert. So, blockiert ihn der Finsterzeit-Tentakel? Natürlich blockiert er ihn. Oder?
Fensterzeitpfütze auf den Gleisen. Wenn das hier ein Raumschiff wäre, könnten wir einfach drüber fliegen. Ich sag ja nur. Na gut. Bei dem nächsten müsste ich die Finsternis-Zeitpfütze da oben bekämpfen. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Die Finsternis-Zeitpfütze da oben mache ich beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.